Trotz Sonntagabend und später Stunde sind die zwei erfolgreichen Schweizer Sportler Wendy Holdener und Dario Colonien am Flughafen Zürich in Empfang genommen worden. Wenn auch glücklich über den Empfang, so sind beide sichtlich erschöpft. Ja, definitiv. Also, man weiß zwar, was man erreicht hat, gleichzeitig aber ist man auch ein bisschen müde im Kopf oder im Körper allgemein. Das merkt man sicher. Irgendwie realisiert man es gar nicht, was jetzt hier auch gerade abgeht und läuft. Aber es ist schön zu sehen, was in der Schweiz für eine Stimmung aufgekommen ist. Ja, es ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt schon das dritte Mal, wo ich mit meiner Goldmedaille heimkomme. Und ich bin sicher auch stolz drauf. Und auch schön, dass jetzt alle Leute noch am Abend spät gekommen sind. Wir haben nicht genau uns erwartet. Und vielleicht kommt auch niemand so am Abend spät. Aber es ist natürlich schön, gibt es gleich noch einen Empfang dann. Die Fans kommen aus der ganzen Schweiz. So hat sich der Basel Herzog trotz vierstündiger Heimreise nicht nehmen lassen, am Dario ein Geschenk vorbeizubringen. Ich habe für Dario Colonia gerade eine Toblerone gemacht. Die hat da einen Namen drauf, und ich hoffe, dass er Freude haben wird und will ihm die gerne übergeben. Aus dem Münstertal sind sie angereist. Unter ihnen ein wichtiger Mann in der Sportlerkarriere von Dario. Da sind andere Leute dahinter gewesen, in einem späteren Zeitpunkt, wo sehr wichtige Leute dahinter waren. Die haben sich wahrscheinlich auf einen richtigen Geschmack gebracht, dass er Freude kriegt hat am Langlauf und nicht am Alpin-Skifahren oder Fußball. Oder er wäre auch sonst ein anderer guter Sportler geworden, ziemlich sicher. Zurück in der Schweiz freuen sich der Dario Colonia und die Wendy Holdener jetzt aber zuerst auf ein paar gemütliche Tage zu Hause, bevor sie in den Endspurt vor Saison geht. Einfach mal heimkommen, die gewohnten Sachen um sich herum haben. Auch jetzt ein bisschen anders wieder, als man sich gewohnt ist. Es ist schön für den Geist und für die Seele. Schnell heimgehen, umpacken. Und dann freue ich mich aber gleich auch noch, dass wir noch 3 Wochen Endspurt haben. Viel Zeit bleibt ihr nicht. Für die Wendy Holdener geht es schon den Samstag weiter mit dem Skiweltcup in Cramontana.